Aber hier hinten irgendwo müsste der Händler sein. Beim Händler gibt es wieder Geld kommt wieder Geld herein. Suchen. Dieses Haus oder das nächste? Gar keins. Das da drüben. Machen wir es noch fix frisch. Damit wir zumindest nicht ganz so schlimm aussehen. Hallo Nummer 1. Gelobt sei Jesus Christus. So. Ja, wir können hier unseren Scheiß verkaufen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Nein, davon gibt es nicht so viel. Aber die Brennnessel kann ich verschachern. So, weg damit. Dies findet man auch überall. Davon behalte ich, wie gesagt, ein bisschen was zum schöner riechen. Ja, der hat noch Geld, das ist gut. Hat er vielleicht irgendwas, was uns weiterbringt? Speisen des Herkules. Die würden mich schon interessieren. Jetzt will nur noch 17 Dings zahlen. Haben wir vielleicht noch irgendwas, was wir ihm verkaufen können? Die Schuhe müssen wir mal dringend reparieren. Komm, dann verkaufen wir den Augentrost doch. So, dann halten wir zumindest noch ein bisschen was und wir bekommen ein Buch. Bei der Gelegenheit können wir noch ein bisschen falschen. Reden wir über den Preis. Nun, versuchen wir es. Zufrieden? Was zur Hölle machst du da? Schon besser. Handeln? Etwas weniger und wir kommen ins Geschäft. Da versuchen wir es doch mal. Ja, das sollte passen. So, haben Geld bekommen, perfekt. Und ein neues Buch. Ich sammle jetzt Bücher, weil wir können ja lesen. Riech nie, miege mich. Oder so ähnlich. Du bist eine Wahrsagerin. Junger Herr, sicher willst du wissen, was Gott mit dir vorhat. Ich kann es dir enthüllen. Für ein wenig Silber. Na, versuch was mal. Warum nicht? Welches Schicksal erwartet mich? Herrje, junger Mann. Dir steht großes Leid bevor. Der Herr stellt dich auf die Probe oder straft dich. Schau auf dein Gewissen. Leiste Wiedergutmachung für all deine Sünden. Tu Buße wie einst du Machus und vielleicht wird dir Absolution erteilt. Das beeindruckt mich jetzt nicht. Märchen erzählt, aber dafür bezahle ich dich nicht. Verflucht, ich hätte das vorhersehen müssen. Jep, du bist die Wahrsagerin. Für den Text zahle ich tatsächlich nicht. Nein, ich wollte eigentlich dahin schauen. Wir haben mittlerweile 16 Uhr fast. Ja. Was können wir jetzt noch machen? Wir könnten natürlich mal rausgehen zu dem Kräuterweib, aber bis wir da sind, wird sie schlafen, vermute ich. Ich würde gerne vorher, glaube ich, speichern. Das heißt, ich würde vorher ins Bett. Auf der anderen Seite gibt es hier hinten jetzt auch nichts mehr in dieser Stadt zu entdecken. Na, dann gehen wir doch einfach mal hier rüber und holen uns ein Zimmerchen und fangen an zu lesen. Hey, Wirt. Glück und Gesundheit. Ja, das hoffe ich auch.
Kann ich hier schlafen? Natürlich. Für wie lange? Grundsätzlich eine Nacht. Nur die eine Nacht. Gut. Bezahlung im Voraus. Das ist ziemlich viel. Können wir verhandeln? Rede, Kunst, Ahoi. Mehr. Mehr. Du ziehst mir hier die Haut ab. Nur ein wenig mehr und wir kommen ins Geschäft. Ja, ist okay. Dir wird's hier gefallen. Ist wie auf einer Wolke zu schlafen. Wo kann ich schlafen? Das findest du leicht. Gleich hinter der Eingangstür ist eine Leiter zum Dachboden. Dort stehen dein Bett und eine Truhe für deine Sachen. Na wunderbar. Gleich hinter der Eingangstür ist eine... Ah. Dann machen wir ihn wieder zu. Ich möchte nicht gestört werden, wenn ich mein Zimmer sauge. Nachdem ich jetzt gerade hier in Ruhe lesen möchte, möchte ich jetzt aber auch nicht wirklich irgendwas knacken. So, das Bruchstück des Schwertes möchte ich eigentlich rübergeben. Aber es hat auch kein Dings. Das ist ganz gut. So. Ich weiß nicht, wie schnell wir was lesen können, deswegen... So, wenn wir jetzt in den Inventar gehen, sonstiges. Fangen wir doch mal an. Der Stallknecht zum Gelehrten. Alter, das sind mehrere Seiten. Scholar, du edlen Geselle, ich bin nicht gern an deiner Stelle. Bist ärmer als ne Kirchenmaus und nimmst vom Prügelstock Reißaus. Schleppstest dich im Elend durch ihre Welt. Und schuftest Wald Riso Eckfeld. Doch magst du auch noch so maluchen, reißt Geld nicht mal fürs üppig Kochen. Kannst nicht als nichts als alte Lumpen Sämüne, Alter, so schlecht kann ich nicht mal lesen. Vom echten Bett magst du nur Träume. Ost darfst du nachts red dich betten, um dich ofre Winterfrost zu retten. Und dennoch musst du dankbar sein. Edne, du bist ein Schreiberlehne. Auf Dielen liegen für dich ein Segen, müsst sonst Evil zur Erd dich legen. So zitterst Ut auf eisigem Grund, mit Ikla-Zähnen vom Fruste wund, doch schlafen wirst du eh nicht viel. Es wachet schon der Federkiel. Und wer bemerkt schon deine Felis? Bestimmt nicht wir des Folik Schmies. O quäle nur weiter Tag hin, Tag aus. Mir geht's besser, sag's dir frei heraus. Ich schlaf selig im Bett aus Stroh. Alter, das ist so schlecht. Das kann ich noch nicht mal richtig lesen. Und meines Lebens froh. Auch wenn ich manchmal naht mit Dung, so weiß ich, sag geh wieder rum. Und Mühe macht die Arbeit kaum. Ich halt den ganzen Stall im Zaum. Whisky, Reibe, Bürstelein, Zronen sind die Frede wieder rein. Und hör immer zu, eins merke dir, die anderen haben Angst vor mir, willkommen Stallknecht, will man sie, selbst der Meister beugt das Knie. Nun wollen die Hühner sich verstecken, kenn ich ein paar gute Ecken,
im kleinen Ranzen könnt ihr hausen bis zum Abend, dann werd ich gut schmausen, gerupft und gesotten in der Pfanne. Ich höre schon des Feuers Klang. Und wenn ich ess die Hühnchen fien, dann denk ich an mein Schriebelin. Eins sag ich noch, weil's dich bewegt, es stimmt nicht, dass mein Meister mich schlägt. Oh, wie viele Seiten sind das denn? Ah. Der Gelehrte zum Steignecht. Ein Lump bist du dem Steig gemessen. Wie oft gibt's bei dir zu essen? Bist mager wie Frost der Meisen. Selbst Bettlere haben mehr zu speisen. Schaufelst du den ganzen Tag? Nut sagst jeder wie es Amk. Doch in dir regt idre Giere. Bist ut doch nur ein dummes Tier. Evre Afull ist ja der Schaufelschweiß. Doch ich Gott will's, ich lern's mit Fleiß. Fürs Hirtenstab und Bischofsvorzirier. Ich gab mich doch besser hier. Und weil das Schicksal gendig war, geh ich ins feine Seminar und bin alsbald dann an der Reihe und empfang die restliche Weihe. Evre Wergen will mich noch zu Kerkne. Es lohte immer dann zu denke. Bald trag ich Roben, ügelnd prächtig, bin Priester dann, Prälter und mächtig. Von der Knanzel sperch ich dann, ut stehst nuten, kleiner Mann, in stignet Lumpe und beim Gebet. Nut grämt dich, weil nur Pax so schlebt. Ut ältere blöte, böses Blut, eb gräfe dies, es ist etz gut. Spar dir Schimpfe, spar dir Fluchen, dein Wert musst du mir noch suchen. Lass dir einen Ratschlag nehme, willst du lang und glücklich lebe, verlass den Schall und ehnte Pöbel daneben. Ja, das war das Buch. Das haben wir jetzt einmal durchgelesen. Jetzt versuchen wir es mal mit gegen Flöhe und Warzen. Gegen Flöhe und Warzen. Krätze und Hautzuurwache alle Rat sind allzu wie Insekten und dergleichen seit Jahren die Geißel der Menschheit bekannt. Wer es eine Körper schützen möchte, sollte es vermeiden, bei Tieren zu schlafen, sich mindestens einmal alle zwei Wochen mit Wasser wasche oder ein Badehasu aufsuchen und siehne Kleider in die Sonne hegne. Edene Wasser und Sonne vertreibe jegliche Harterkrankungen. Während Krankheiten gedeihen, wo der menschliche Körper schmutzig und übelriechend ist, mede Vagabunden und Bettler, da sie viele Krankheiten haben und dich Licht anstecken können. Flöhe, nimm einen Tuff und fette ihn ausgiebig mit Ziegenschmalz ein, das Olte alle Flöhe in den Topf locken und dafür sorgen, dass sie sich in ihm scharen. Außerdem kannst du deine Räumlichkeiten mit Wermutsus erbestrengen. Angeblich sollen Flöhe auch sterben, wenn man Wolfskot oder Wermut mit Raute kocht. Doch das verlässlichste Imtel ist die Böden mit einem Epsen zu kehren und jeden Morgen das Zeug in die Sonne zu hängen. Ebenso ist es ratsam, ein Bad zu nehmen, am besten in warmen Wasser. Wichtig ist darüber hinaus, die Kleider zu waschen und in der Sonne zu trocknen. Wenn du dieser Anweisung befolgst, wirst du gewiss alle Flöhe los. Watzren. Nimm jungen Löwenzahn und trage eine dicke Schicht seiner Milch auf die Watzre auf, als sollte Absterbende lassen. Oder nimm Kreuzquart, lateinisch Senecio, verrühre es mit Essig und trage es auf die Warzen auf. Du kannst sie auch regelmäßig mit Salz, Nut, Wasser, warmen Essig in Rebe. Oder nimm einen Pilz namens grauer Wulstling und reibe damit die jene Warze ein. Oh, da steht schon richtig. All diesen Mittel und erwecke, da steht auch Mittel wieder richtig, um deine Warzen zu beseitigen. Du sollst sie niemals die Masel mit einem Messer wegschneiden oder mit heißem Eisen versengen, das sei sonst schnell und vielleicht sogar zahlreicher wiederkehren. Alles klar, haben wir wieder was gelernt.
Dann haben wir hier noch ein Büchlein über Prag. Und wir haben eine neue Stufe lesen. Prag. Prag ist Sitz des Königs von Böhmen und eine glorreiche Stadt, deren Ruhm bis in den Himmel reicht. Unter den großen Städten dieser Welt ist Prag die größte. Der Handel blüht, die Amre ist stark und die alles überragenden Türme der Stadt künden nur ihre einzigartige Schönheit. Jede Stadt wurde von Prinzessin Libusa und ihrem Gattinnen Premisil, dem Stammvater der Premisil-Dynastie, gegründet. An einem Ort namens Ratischen wurde eine steinerne Burg errichtet, an der sich spätere Stadtviertel bildeten. Und während der Herrschaft von Kaiser Karl wurde die gesamte Enu-Stadt auf der gegenüberliegenden Seite der Moldau erbaut. Die größte Steinbrücke, die die Welt je gesehen hatte. Er verband sie mit der Haltstadt. Die Brücke bestand zum Großteil aus Stieren und Mörtel und zum Legenden zufolge 1000 Eier hinzuzugeben worden waren, um ihn noch stärker zu machen. Die Bevölkerung von Prag ist vielfältiger Natur. Sie wird von Tschechen dominiert, doch auch viele Deutsche finden sich unter den Händlern und Handwerkern, die in ihrem eigenen Viertel leben. Selbst die Juden haben ihre eigene Stadt. Innerhalb von Prag, die kein Christ zu betreten wagt, um die Herrlichkeit Oktzes des Allmächtigen zu feiern, wurden Klöster Ebi Emasus, Strahov und Likarov gegründet und Steinkirchen sind so zahlreich, dass man sie nicht an zwei Händen abzählen könnte. Der größte und bekannteste von allen wird bald in den Himmel ragen und den heiligen Veit und Adalbert geweiht. Ihr Bau dauert bereits knapp 50 Jahre und wird bald beendet sein. Unter Kaiser Karl wurde darüber hinaus eine Universität gegründet, und auch in der auch zahlreiche Ausländer aus fernen Ländern in vier Künsten unterrichtet werden. Wenn jemand nur eine Stadt in seinem Leben besuchen könnte, dann Prag. Denn eine schönere Stadt gibt es nicht. Wir haben ein Skill bekommen. Lesen Level 4. Und bei Level 5 kriegen wir nochmal ein Dings. Das ist doch mal schön. Ach, Inventar war schon richtig. Urvater Tschech. Urvater Tschech. Viele Jahrhunderte ist es her, dass ihr in Vojvode namens Tschech in den netfernen Ländern der Kroaten lebte. Da das Land für seine Leute knapp war, beschloss er, sein Heimatland zu verlassen. In den großen Zusammenkunft bot er den Göttern Opfer dar, verließ sein geliebtes Geburtsland und machte sich in Richtung Westen auf, um neues Land zu finden. Die gesamte Nation, ob Frauen, Kinetre, Droh Alte, Ofgilke, zu Fuß oder im Wagen, mit ihren wenigen Habseligkeiten und Rimme Vieh im Schlepptau ihrem großen Anführer. Es verging viele Wochen, bis sie ein neues, bisher unbekanntes Land erreichten. Aber siehe da, die Menschen dieses Land sprachen in einer Sprache, die ihnen nicht fremd war. Ermutigt zögen sie weiter, bis sie einen Ort erreichten, wo ihnen haarige, nur pelzgekleidete Menschen mit Waffen in Händen begegneten. Doch ihre Reise führte sie noch weiter, durch dichte, ungezähmte Wälder, durch Sümpfe und durch Upschnand, bis an einen Berg namens Rib, Georgsberg, der Rodnitzer Berg, angelangten, der sich eindrucksvoll in innere, weiteren Ebene erhob. Die gesamte Nation von ihrer größten Reise erschöpft ließ sich um den Berg nieder, um ihre Stärke wiederzuerlangen. Tschech erklomm den Berg und begutachtete das Land offen oben. Er blickte Fruchtbrähe, Ebenen und Wälder, reichlich Wasser in grünes Weideland. Erst die Menschen am nächsten Morgen erfuhren, dass er den Berg erklommen und nur Gutes gesehen hatte, waren ihre Rätzen von Glück erfüllt. Und so sprach Vojvode Tschech: Von nun an werden wir keinen Mangel mehr leiden, denn wir haben das Land gefunden, das wir einst gesucht. Sehe, dies ist das verheißenste Laden, wo Milch und Honig fließen und Jagdviehe im Überfluss rast. Hier werden wir Wohlstand und Schutz vor unseren Feinden finden. Bare, es braucht Orich einen Namen. Was sagt ihr? Wie sollen wir diesen wunderbaren Ort nennen? Darauf antworten alle irgendwie aus seiner Kehle: Soll deinen Namen tragen. Dann fielen sie auf die Kine und ügsten die Erde ihres neuen Landnetz, das fortan den Namen Tschechien trug. Oh, und so wurde die Tschechei gegründet.
Jetzt natürlich die kurze Zwischenfrage an euch. Wie fandet ihr die Lesestunde? Fandet ihr sie gut? Sollen wir sowas öfters mal machen, wenn wir wieder ein paar Bücher gesammelt haben? Ich fand es jetzt gerade eigentlich ganz witzig. Und ich würde es auch gerne wieder machen. Also, wenn wir wieder ein neues Buch finden, dass wir uns einfach abends bald hinsetzen und ein gutes Buch lesen. So, die Speisen des Herkules Nummer 2. Das ist jetzt wahrscheinlich etwas, wo wir mehr lernen können. Die Speisen des Herkules. Nemeidischer Löwe in Sahnesauce, erymatischer Eber in Wein geschmort und andere feine Delikatessen. Die wollen wir lernen. Ja, da lernen wir mal bis 23 Uhr, glaube ich. Ja, machen wir. Energie haben wir eigentlich lange und genug. Wir lernen mal bis 24 Uhr, dann sind wir fast durch. Da können wir noch mal 5 Stündchen schlafen. Dann sind wir morgens früh wieder fit. Können die restlichen Bücher wieder zurücklesen. Was Theresa gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Du bist gerade am anderen Ende der Welt. Schlauer Mensch. So. Jetzt haben wir sehr viel davon gelernt. Das ist gut. Jetzt können wir noch 5 Stündchen schlafen und dann sind wir wieder voll ausgeruht. Klingt doch gut. Wir haben die Aufgabe. Das ist unsere Truhe. Das heißt, wir geben jetzt... Den behalten wir mal. Den geben wir mal zurück. Damit haben wir den Kram schon mal gemacht. Das ist, also damit haben wir den Kram schon mal gelesen. Wir haben unseren Leseskill ein bisschen verbessert. Das finde ich sehr, sehr schön. Hier hat noch keiner... Ich wollte gerade sagen. Jetzt haben wir auch ein wenig was gegessen. Ja, es hat 82. Ja... Schauen wir mal, was sagt unsere Journalie? Das ausgebüxte Pferd und ein Stück Heiligkeit. Und der Tanz mit dem Teufel. Ich würde sagen, wir reden erstmal mit der Dame aus dem Wald. Welche Richtung müssen wir da? Die Richtung ist eigentlich schon okay. Dann laufen wir mal da oben lang. Da ist wieder die... Dame, die Geschichten erzählt, aber das ist mir egal. Seid ihr irgendwas? Nein. Für Märchen brauche ich keinerlei Wahrsagerei geben. Keinerlei Geld. Ist das der richtige Pfad? Das ist der einzige Pfad. Da müssen wir nur geradeaus. Ist das nicht? Ja, das ist wieder die Kreuzung. Ah. Freuen wir uns drüber, dass vielleicht ein paar Recken dort sind, die uns vielleicht ein bisschen überfallen werden. Aber wir haben ja gerade gespeichert. Und ich schaue gerade auf die Uhr. Ich muss auch demnächst irgendwann mal meine Aufnahme beenden, damit ich noch rechtzeitig Zeit habe, die Folge für heute zu rendern. Ja, ich bin sehr ausdauernd, wenn ich nur eine Stunde aufnehme. Also, was heißt eine Stunde? Es sind schon 1,5 Stunden, aber ich bin sehr, sehr ausdauernd offensichtlich. Wo ist die Zeit hin, wo ich 5-6 Stunden am Stück gezockt habe, ohne dass es mich gestört hat?
Und ich muss schauen, ob da vielleicht nicht irgendwo Banditen rumstehen. Bist du ein Wanderer oder bist du ein Bandit? Du schaust eher nach einem Wanderer aus. Ja. Jetzt habe ich mich gerade von meiner eigenen Schulter erschreckt. Da ist schon wieder eins dieser Rehe. Hier über dem Hügel rüber und da unten müsste dann die Kreuzung zu sehen sein. Aber aktuell keinerlei Banditen. Das ist auch der Nachteil der Schnellreise. Man sieht einfach nicht, ob da jemand vor einem ist oder nicht. Wie wir ja heute oder vor ein paar Folgen gesehen haben, als wir von Ratai nach zu der einen Stadt losgelaufen sind, da hat er auch nur kurz langsamer gemacht wegen des Wanderers, aber das war's dann auch. Ich vermute mal, beim Banditenlager wäre es ähnlich. So, wie weit sind wir? Wir müssen da oben noch. Oh, ein schöner Teich. Ach, ich liebe das hier durch die Gegend zu laufen, durch den Wald. Noch besser wäre es natürlich, hier mit dem Hubschrauber durch die Gegend zu rattern. Hashtag Far Cry 5, Hashtag Gronkh. Ja, das könnte wahrscheinlich wohl doch unser Kräuterweib sein. Ein Alchemietisch. Sauber machen können wir uns nicht. Ein Kräuterkundler. Hallo du. Der Pfarrer schickt mich. Es heißt, du stiftest Weiber zu Hexenwerk an. Ich? Hexenwerk? Das ist nichts als Klatsch. Jo, wir können bedrohen, wir können, ja, wir meinen es gut. Es wäre besser für dich, aufrichtig zu sein. Ich will dir nichts Böses. Solange du die Wahrheit sprichst? Nun gut, dann sag ich dir alles. Ich hab was richtig Dummes getan. Es plagt mich so, dass ich kein Auge zubekomme. Soll ich etwa glauben, dass eine alte Hexe das Gewissen plagt? Du weißt sicher, dass ich nicht bloß mit Kräutern, sondern auch mit Salben und Tränken handel. Aber da gibt's was, wo es mich reut, es verkauft zu haben. Siehst du? Vera, Slata und Christa aus Uschitze wollten Flugsalbe von mir. Hab erst abgelehnt, doch dann habe ich mich breitschlagen lassen. Ja, was ist das für Salbe? Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Das Gewöhnliche verliert seinen Sinn. Die Blumen sprechen zu dir und die Erde tut sich auf. Man könnte auch Droge sagen. Ich weiß nicht, ob sie vom Teufel oder vom Allmächtigen stammt, aber Macht hat sie. Aber sie kann jeden vergiften, der nicht weiß, wie man sie handzuhaben hat. All das Geschwätz von Hexen, die sich damit einreiben und dann auf Besen zu ihrem Sabbat fliegen, kommt von... Die Salbe kann einen dazu treiben. War töricht von mir, den blöden Gänsen die Salbe zu geben. Könnten sich ja schließlich vergiften oder bei einer Vision von der nächsten Klippe segeln. Ich möchte das Rezept. Das Rezept für die Salbe? Da sind Tollkirsche und Teufelsbeere drin. Ziemlich giftig. Solltest dir also besser zweimal überlegen, damit Schindluder zu treiben. Was für eine Salbe soll das sein? Die enthüllt uns eine Welt, die uns sonst verborgen bleibt. Weiß nicht, ob sie vom... All das Geschwätz von... Die Salbe kann...
Gibst du mir das Rezept für die... Da sind grundsätzlich, weil, ja. Warum hast du ihnen die Salbe überhaupt gegeben? Bin zu weichherzig. Weißt du, eins der Mädchen, Vera, hat seine Familie in Skalitz verloren. Und auch Slatas Mann ist tot. Die jüngste von ihnen, Christa, hatte eine Fehlgeburt von all dem Grauen. Sie meinten, sie wollten mit den Toten reden und sie bitten beim Herrn, ein gutes Wort einzulegen. Ich weiß, wie das ist. Aber das bringt ihnen nichts als den Tauchstuhl und den Scheiterhaufen. Richte nicht, wenn du nicht willst gerichtet werden. Ich wollte ihnen die Salbe nicht geben. Aber da sie einen Haufen Groschen boten, habe ich ihre Verzweiflung erkannt. Genau, wegen der Groschen. Erhört. Ihr Flehen oder das Klimpern ihrer Münzen? Wieso bist du plötzlich in Sorge um sie? Woher der Sinneswandel? Hat mir den Schlaf geraubt. Erstens wissen die Weiber gar nicht, was sie da treiben. Und außerdem könnte man es als Hexerei auffassen. Und weißt du, was man mit Hexen macht? Bei lebendigem Leib verbrennen. Genau. Also wundere dich nicht, dass ich mich sorge. Vorher hat es dich doch auch nicht gestört. Wofür wollten sie die Salbe? Alle haben sie kürzlich einen geliebten Menschen verloren. Das wiegt schwer. Sie wollten zu den Toten speichen. Gut. Ich habe genug gehört. Falls du genug gehört hast, musst du verstehen, wieso ich deine Hilfe brauche. Finde heraus, was die Frauen vorhaben und wache über sie. Schütze sie. Ja. In Ordnung. Aber nur, weil der Pfarrer mich drum gebeten hat. Tausend Dank. Ich gehe zum Pfaffen und erkläre dem alles. Kümmer du dich um die Frauen. Ja. Das wird sicherlich gut. Haben wir sonst noch irgendwas? Ich schaue mich hier noch ein bisschen um. Ich meine, sie hat einen Ofen. Sie hat ein Heim, sie hat Hühner. Sie hat ja eigentlich alles, was man so braucht. Wir könnten sie jetzt natürlich ausrauben. Nicht, dass das viel bringt. Kräutergarten. Ein sehr gut sortierter Kräutergarten. Ja. Ich würde behaupten... ein ruhiges Leben im Wald. Und wir müssen wieder zurück zum Dorf. Wer hätte das erwartet?